Hi Freunde, willkommen zurück in Saints Row Get Out of Hell. Ich habe jetzt ein bisschen mit den Grafikeinstellungen rumgespielt, habe im Internet rumgeguckt, was ich machen kann, damit nicht alle paar Sekunden die Frames einstürzen. Und ich habe eine Lösung gefunden. Wenn ihr sie wissen wollt, fragt in den Kommentaren nach. Ansonsten spiele ich jetzt einfach hier los. Übrigens, es läuft jetzt auf 1080p. Vorher nicht. Was sollten wir denn machen? Ich denke mal, wie in Saints Row 4. Was ist denn das? Wie in Saints Row 4 braucht man natürlich viele solcher. Maybe one day I'll retire and have a view like this. Well, preferably not in hell, but hey, let's be realistic. Einen Kommentar gefunden. Ja, wie ihr gehört habt, habe ich die Stimme lauter gestellt. Für diejenigen, die Englisch sprechen und das hören wollen. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau. Wie in Saints Row 4 braucht man diese blauen Dinger. Ganz viele. Deshalb habe ich jetzt gedacht, ich hole mir jetzt erstmal ein paar von diesen. Und dann machen wir die Story ein bisschen weiter. Und zwar, wieso? Weil es sonst keinen Sinn macht. Da gibt's das erste. Yeah! So, das wollen wir. I hope there's not something ridiculous like 100 of these to find. Okay, da ist auch noch irgendwas. Aber das kriege ich nicht. Das da aber. Das da unten. Das da vielleicht? Ja. Okay, da ist auch noch eins. Oh. Oh. Glück gehabt, aber... Ja gut. Flugenergie ist vorbei. Egal, dann... Gehen wir mal... Wohin? Was war denn das gerade? Bestimmt einer von diesen... Zombie-Dämonen-Viechern. Lust und Laune. So ein Buch. A Damsel's Orientation Guide, Chapter 33. The Deadly Sins. No longer just delightful pastimes. Pride, wrath, envy, lust, gluttony, greed, and sloth have become personified in the form of weapons. Only the most deserving wretched soul will be blessed with one of these treasured artifacts. Ich hab grad die Waffenkammer gefunden, oder die Rüstkammer, und da gucken wir jetzt auch mal kurz rein. Was gibt's denn so? Oh, das sieht gut aus. Oh, 100 kosten's nur, dann holen wir das mal. Selbstbauraketen. Was ist besser als den Feind zu treffen? Na, den Feind mit anderen Feinden zu treffen, natürlich. Kostet 20.000, brauche ich nicht. Knarre? Oh, die kostet 100. Okay, gleich nehmen. Das kostet 100, das kostet 100, 100. 20.000. Arkane Schüsse springen nun auf Ziele im Umfeld über. Ich upgrade jetzt erstmal das alles für 100, aber das da unten hole ich mir nicht. Da, was macht eigentlich das da Besonderes? Giftige Geschosse. Okay, was war bei der Knarre? So. Kugeln explodieren jetzt beim Aufprall. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich behalte es da. Sieht cool aus. Was gibt's für Waffen? 500. Feuere einen Schwarm blutsaugender Insekten auf deine Gegner. Diese Waffe feuert Diamanten mit unglaublich hoher Feuerrate. Opfer werden dadurch in Reichtum geduscht. Die will ich. Du hast nicht genug Löhne. Wieso nicht? 100.000! Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht. Naja, ich behalte das Ding. Übernehmen und giftige Geschosse, nein. Erstmal gucken, was es sonst noch gibt. Schrotflinte. Oh. Kombiniere ein Pump-Action-Schrotflinte mit einer Armbrust, dann bekommst du dieses krasse Teil. Was kann denn das so? Kosche 300, holen wir. Superpflöcke. Kurze Pflöcke, die detonieren, wenn der Gegner gegen eine Wand geklatscht wird. Ich weiß nicht.
Altor Seelenfähiger. Seelen geprüft, von Altor abgesegnet. Perfekt, um lausige Seelen in jedem Winkel zu zerfetzen. Kostet 1000. Nein, ich behalte das Ding da. Das kostet auch alles nur 100, okay. Übernehmen, übernehmen, übernehmen. Und Superpflöge, nein. Noch nicht. Erstmal gucken. Weiter gucken. Lavakanone. Ja, die haben wir ja. Was kann die so? Große Wahrscheinlichkeit, Feinde mit jedem explosiven Geschoss zu entzünden. Die Geschosse explodieren. Achso, man muss Explosivschaden natürlich erstmal skillen. Komm mir nicht und sag, das Ding wäre für den Erzabbau. Andererseits wäre es vermutlich sehr einfach, mit diesem leichten MG große Dinge in kleine Dinge zu verwandeln. Oh, das wollte ich doch gleich. Upgraden, upgraden, upgraden und upgraden. Harter Kerl, du nimmst weniger Schaden, während du diese Waffe trägst. Mal sehen. Sprengwaffen. Für gewaltige Explosionen und Feuerkraft kann man mit einem Raketenwerfer absolut nichts falsch machen. Kostet 1000, das kostet 500. Lass eine Plage aus explodierenden Fröschen auf deine Gegner kommen. Okay, ich hol's. Hi. Übernehmen, übernehmen und übernehmen. Zungenkuss. Geschossene Frösche versuchen, sich mit ihrer Zunge an Feinde im Umfeld anzuheften. Aha, weiß nicht. Da gibt's den Schädel. Shakespeares berühmter Schädel. Von der Macht des Todes zur Waffe geformt und aus Millionen verdammten Seelen geschmiedet. Die verdorbenen Seelen der Feinde, die vom Schädel getötet werden, schicken Ziele im Umfeld in die Luft. Weiß nicht. Aber Sniper ist bestimmt immer gut. Also nehmen wir die gleich mal. Upgraden, 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 upgraden und Jackpot. Abschüsse mit dieser Waffe geben zusätzliche Löhne. Gibt's da Löhne, wenn man... Was steht denn da? Für Geschüsse über große Entfernungen, bei der große Genauigkeit vonnöten ist. Okay. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob's da Geld gibt, wenn man einen Gegner killt. Hey, du Arsch. Ach, das ist ja die Sniper. Habe ich das Ding jetzt eigentlich gekauft? Ich glaube nicht. Nein. This reminds me of that one time I killed a lot of people. Es gibt kein Geld. Wenn ich den da kill, auch kein Geld. Gut, dann hole ich doch das gleich mal. Wenn man da Geld kriegt, dann ist doch grad gut. Wenn man da Gegner killt, damit. Jackpot. Übernehmen. 20.000 weg. Kann ich da jetzt noch Magazingröße? Nein. Was? Du hast nicht genug Löhne. Hi. Okay. Dann muss ich da wohl noch warten, übernehmen, okay, und jetzt, wenn ich jetzt abballer, oh, Arsch, du Blöder. Das hat tatsächlich Geld gegeben. Eieiei. Ups. Hat es auch Geld gegeben? 10.536. Wo ist denn der? 10.536. Wieso darf ich nicht schießen? Jetzt. Oh, das gibt wirklich Geld. 100 pro... Nein. Bisschen mehr als 100. Ach du Arsch, lass mich in Ruhe. Krieg ich von dir auch Geld? Ja. Ups. Zwei auf einmal. Kill mit einem Treffer. Lass mich in Ruhe. So, kill mit einem Treffer. 4, 2 mal. Bonus, Dings da, bekommen. Aber ich glaube, das reicht jetzt auch. Erstmal. Jetzt schnauf mal ein bisschen schneller durch. Benutze Alt, um dein Gewicht zu verlagern und so wie Wheelies zu machen. Und was ist dann noch dran gestanden? Keine Ahnung. Also alt, wo ist denn alt hier? Rekord Wheelie, 22 Meter. Oh.
Nein, ich will nicht sterben. Ups. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Keine Ahnung. Wieso ist das jetzt alles schon wieder so komisch? Vielleicht, weil ich kein Leben mehr habe oder so. Obwohl, Leben ist doch voll, oder nicht? Achso. Der Balken muss leer sein, damit Leben voll ist. Woher soll ich das denn wissen? Verarsche hier. Gut, was machen wir denn jetzt noch? Wir schauen mal. Und zwar schauen wir auf die Karte. Wir sind da unten. Verbinde dich mit Shakespeare. Sammle die Stampferkraft ein. Die Stampferkraft. Was gibt's denn da? Sammle die Beschwörungskraft ein. Sammle die Blastkraft ein. Sammle die Aurakraft ein. Aha. Gehen wir doch mal zu dem Archie da. Shakespeare, wir kommen! Darüber. Ich hoffe mal kurz und dann hole ich mal das ganze Zeug hier noch. Fliegen muss man auch können. So. Keine Ahnung, für was es jetzt gut war. Hoppala! Falsche Tasche. Losgelassen. God, this feels good. Oh ja, das fühlt sich so gut an. Oh. This should be useful. Komm, du kommst doch wohl da noch hoch. Ja, kam gerade so. Auf den Atombunker hoch. Und, ach, da geht's gar nicht runter, okay. Das ist aber so ein Shaggy Spiri. Flieg doch, flieg doch. Pff, Arsch. Geil. Da geht's rein, okay. Habe ich mir doch gedacht, dass es hier irgendwo entlang geht. Das ist wohl der Obercoole hier. Er lacht hier eigentlich so dreckig. Tada! I'll fuck your world up. Ist nicht mehr. Oh, habt ihr Angst? Tut mir leid. Flint der. Geil. Lege eine Hose, was? Note to self. Find a way to go. Lights up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright, and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest is piqued, and he looks to test his visitor's mettle. The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached. But soon they realized that they faced a foe with courage and nobility. Traits uncommon in the fires of perdition. Hey, stop. The inciting incident resolved. The time had come for rising action. Muss auch treffen. Triff doch! Triff! Oh Mann, treff nicht. The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow. Could this mortal be the exact thing that Shakespeare needs? Far from over, mortal. Arise! Das Schlacht! Now, Act 3! Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen. Ach du Arsch. Stehen. The conflict resolved. Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men.
Undoubtedly, they were here for the Bard's aid. And while happy endings were not a thing found in Hell, Shakespeare always had a soft spot for comedies. In the land of the living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of Hell, the Bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in Hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement. But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the palace, believing that the poet would be tormented by the populace of Hell, far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the Bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, the tragedies, took root in the entertainment district, biding their time for revenge. Na dann. Shakespeare, der Folterknecht. Seinen Disco. So Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the arcane power of Force Stomp. Okay. Geht los. Du kannst nur mit dem Fuß aufstampfen, um arkane Stampfer auszuführen. Benutze F3, um schnell zum Stampfer zu wechseln. Lasse deine Gegner von dir abprallen. An Klippen und Vorsprüngen funktioniert das großartig. Tippe F3 doppelt an, um schnell zwischen den Stampfer-Elementen zu wechseln. Oder wechsle die Elemente im Kräftemenü. Minispiel Rache. Finde und töte Dex. Wieder und wieder. Lass ihn für das bezahlen, was er den Saints in Steelwater angetan hat. Crystal inside Satan's palace. The only way for our protagonist to save them is to draw Satan out by continuing their actions in Hell. Ich darf ihn nicht töten. Egal. Lights up. The mortal stands in the training grounds, eager to try out his new Force Stomp power on the group of demons in front of them. Your broken body will be my plague. Stage one, scene two, in which our protagonist kills more demons with Force Stomp. Your suffering will be legendary. Ich kicke euch mit dem Daumen. Wenn's klappt. Can't run. Act 2, in which our protagonist is greeted by foul imps. Imps? Oh. Ah, no, not imps. Act 3, in which our protagonist learns that Force Stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a Dark Inciter's shield before shooting them to death with bullets. The day is won. And the curtain closes on our noble hero. Okay, das war's. Okay. Und wo sind wir jetzt? Ach, wir sind, Ach, bei dem Fuzzi wieder. Da können wir den Charakter wechseln. Ah, ja, geht. Don't mind if I do. Ups. Naja. Okay, Freunde, ich denke, das war das dann für heute. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir zu dem Blackbeard gehen, glaube ich mal. Bis dann. Tschüss.